Der Titel vom zweiten Impuls ist: Ist das Kunst oder kann das weg? Ihr seht wieder die Mona Lisa eingebaut. Es ist aber auch ein bisschen plakativ. Es geht mir jetzt nicht um den Kunstbegriff. Ich bin bekennende Banause und ich werde mit niemandem darüber streiten, was jetzt Kunst ist und was nicht. Das könnt ihr wahrscheinlich alle viel, viel besser sagen. Aber was ich jetzt mache, ist, ich werde über Bias reden. Erkläre ich gleich nochmal genau, was das ist und wie man dagegen vorgehen kann. Und vielleicht nehme ich noch mal ein bisschen Bezug auf ein, zwei der Aufgaben, die ihr auch vorhin in den Kleingruppen bearbeitet habt. Erstmal eine kleine Warnung. Es kommen Stereotypen drin vor, die als schädlich angesehen werden können in einigen der Bilder, die ich gleich zeigen werde. Erstmal, was ist Bias? Das ist eine ChatGPT-Definition. Ich lese sie kurz vor. Bias bezieht sich auf einen systematischen Fehler oder eine Neigung, die unsere Wahrnehmung, Interpretation oder Entscheidungsfindung beeinflusst und oft von der Objektivität abweicht. Es kann bewusst oder unbewusst sein, entstanden durch persönliche Erfahrungen, kulturelle Einflüsse oder vorgefasste Meinungen. Das klingt erstmal super, deckt das meiste ab, aber das ist halt so typisch ChatGPT, es umfasst nicht alles. Gerade so statistischer Bias kommt da, glaube ich, nicht drin vor. Und auch, wenn man sich mal die Wikipedia-Seite von Bias anschaut, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten, wie der auftreten kann. Und diese Definition deckt auf jeden Fall nicht alles ab. Erste Grenze von KI. Es gibt natürlich auch sowas wie Bias kann natürlich auch in der Statistik auftreten, zum Beispiel, wenn ich ein schlechtes Versuchsdesign habe, wenn ich zum Beispiel eine Studie machen möchte über Fleischkonsum in Deutschland, dann bringt es nicht so viel, wenn ich nur Leute befrage, die aus meinem lokalen veganen Supermarktkollektiv in Berlin-Neukölln gerade rauskommen vom Shoppen. Das könnte zu verzerrten Daten führen. Bias ist nicht unbedingt schlecht. Bias kann auch helfen. Bias oder schnelle Stereotypisierung passiert zum Beispiel, passiert unbewusst auf dem Kopf. Wenn ich jetzt alleine in so einer dunklen Gasse nach Hause gehe, dann ist es statistisch relativ unwahrscheinlich, dass mir was passiert. Es ist viel, viel gefährlicher, als Frau mit einem Mann zusammen zu sein. Aber trotzdem habe ich vor meinem Partner deutlich weniger Angst als vor einer dunklen Straße und Gasse. Und das kann auch okay sein, da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und dann nochmal dieses Beispiel Datenerhebung. Wenn ich, das ist jetzt schon ein bisschen aus der Tech-Sicht, wenn ich jetzt ein Modell trainieren möchte, das Vulkaneruptionen hervorsagt und dann auf historische Daten gucke, dann gibt es einfach, natürlich jeden Tag, an dem irgendein Vulkan ausgebrochen ist und jeden Tag, an dem alle Vulkane nicht ausgebrochen sind, nehme, dann habe ich einfach viel, viel mehr Daten, wo kein Vulkan ausbricht, wenn das denn ergibt. Und wenn ich das dann gleichzeitig gewichte, dann werde ich ein sehr, sehr schlechtes Modell haben, das einfach nie sagt, dass irgendwann ein Vulkan ausbrechen wird. Kommen wir dazu, wann Stereotype aber vielleicht schlecht sind, auch in Verbindung mit generativer KI. Ich habe mal einige verschiedene Beispiele an Prompts, die ich eingegeben habe in verschiedene generative KIs. Und dann zeige ich euch, was dabei rausgekommen ist. Wir sehen, es war alles derselbe Prompt und in der Regel kommen da irgendwie Männer raus oder Personen, die irgendwie weiblichere Gesichtszüge haben, aber auch einen Bart, eher so dunklere Haut und Bärte, eher ungepflegtes Aussehen. Dann habe ich noch ein Beispiel, und zwar einfach nur Scientist. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was da vielleicht rauskommt. Es sind Männer und ein Meme, was auch immer das genau bedeuten soll. Auch hier sehen wir sehen was, sage ich so. Und dann habe ich noch ein letztes Gegenbeispiel hierzu, und zwar Kindergarten Teacher. Und Kindergartenlehrkräfte sehen dann eher so aus. Die sind sehr, sehr bunt und weiblich dargestellt. Jetzt habe ich noch ein relativ krasses Beispiel, fand ich. Das war Anfang letzten Jahres, dass es auf BuzzFeed einen Artikel gab zu, wie würde Barbie aussehen,
wenn sie aus verschiedenen Ländern kamen. Und da haben sie einfach mit Midjourney verschiedene Barbies generiert, mit verschiedenen Ländern. Und die Südsudan-Barbie hatte eine AK da in der Hand, die sieht man da links. Also ich meine, ich selbst war noch nie im Südsudan, aber ich vermute, die durchschnittliche südsudanesische Frau läuft nicht bewaffnet durch die Straßen. Genau, der Artikel wurde mittlerweile natürlich entfernt. Und jetzt gibt es aber noch so ein paar Artikel zu Barbies aus verschiedenen US-Bundesstaaten oder ihr Traumhaus in verschiedenen Ländern, was dann eventuell nicht ganz so problematisch ist oder zumindest nochmal durch eine Fotoredaktion durchgeht. Aber wie kommt es jetzt dazu, dass da sowas bei rauskommt? Wir wissen ja, es gibt nicht nur männliche Wissenschaftler, wir wissen, es gibt auch männliche Kindergärtner. Und wir wissen auch, dass also Südsudan deutlich diverser ist und die meisten Länder deutlich diverser sind und nicht nur so Stereotype bedienen. Das liegt an den Trainingsdaten. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dass diese ganze generative KI auf Statistik basiert. Das heißt, es gibt immer so ein bisschen Zufall, was am Ende rauskommt, aber es können nur Dinge generiert werden, die sowieso schon im so oder so ähnlich im Trainingsdatensatz vorkommen. Und wenn etwas überproportional im Trainingsdatensatz vorkommt, ist es auch wahrscheinlicher, dass es wieder rauskommt. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der Kindergärtnerin tatsächlich ein eher weiblich geprägter Beruf ist, wo Frauen überrepräsentiert sind, gibt es wahrscheinlich auch mehr Fotos, mehr Daten und das reproduziert das Modell dann am Ende wieder. Was daran noch ganz spannend ist, es bildet dann auch, diese Modelle bilden dann auch diese statistische Verteilung, die wir haben, nicht exakt ab, sondern überrepräsentiert das, was am meisten vorkommt in diesen Daten. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wo kann man jetzt ansetzen, um fairere oder bessere oder ethischere Bilder zu generieren? Und dazu kommen wir jetzt. Was kann man tun? Der erste Punkt ist, wo man ansetzen kann, sind die Daten. Ich kann einfach mehr Daten sammeln, um ein besseres Bild zu bekommen. Mit meinem Beispiel mit der Ernährung in Deutschland. Ich kann mich auch zum Fleischer stellen und da auch ein paar Daten erheben und dann kriege ich vielleicht ein besseres Bild davon, was die Deutschen so zum Abendbrot essen. Ich kann verschiedene Data Science Techniken anwenden, um ein wenig die Verteilung der Daten zu beeinflussen. Ich kann zum Beispiel Bilder von männlichen Kindergärtnern überrepräsentieren oder von weiblichen Forscherinnen und dann eben so die Verteilung ein bisschen steuern oder das Modell in eine gewisse Richtung trainieren und verschiedenes Verhalten belohnen oder eben bestrafen bei dem Modell. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder ich kann Daten filtern. Das macht zum Beispiel OpenAI. Da gab es auch einen relativ großen Skandal, als rauskam, dass in Nairobi eine große Labelfarm war, wo Menschen dann den ganzen Tag geschaut haben, ist das irgendwie ein problematisches Bild oder nicht und wo dann eben auch viel Gewalt, Pornografie und so weiter gelabelt werden müssen tatsächlich, um eben nicht in den endgültigen Datensatz zu kommen. Und diese Leute hatten auch wenig bis keine Unterstützung oder psychologische Betreuung dabei. Das kann man natürlich auch machen. Ein anderer Punkt, wo man ansetzen kann, sind die Modelle selbst. Gleich in der einen Aufgabe werdet ihr mit ChatGPT und DALL-E 3 arbeiten. Und es gibt, egal was für einen Prompt man benutzt, dahinter ein System Prompt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die EntwicklerInnen natürlich auch gemerkt haben bei den älteren Modellen, okay, es gibt irgendwie diese Verteilungen, die vielleicht sehr stereotypisch sind, vielleicht sehr sexistisch sind, vielleicht sehr rassistisch sind. Und deswegen gibt es da eine Maßnahme, eine Vorsichtssicherungsmaßnahme, um die Ergebnisse
besser zu machen. Besser bedeutet in diesem Fall ein ästhetischeres Empfinden oder wie auch immer. Es soll problematischen Output verhindern. Was genau problematisch ist, ist natürlich auch eine Frage. Und es soll den Output diverser gestalten. Ich habe meinen Auszug hier da. Und das heißt, wenn man das kurz überfliegt, vor jedem neuen Prompt, den ich schreibe, wird dem Modell quasi mitgeteilt, es soll eine diverse Repräsentation schaffen. Und zwar verschiedene Herkünfte und Geschlechter einfügen. Eine genaue Verteilung steht da natürlich auch nicht dabei. Und dann sind da so Begriffe wie do not create any imagery that would be offensive. Wobei es dann natürlich auch irgendwie auf den gelernten Schatz zurückgreifen muss, was überhaupt offensive ist. Beleidigend oder kritisches Material. Und was ich dann auch sehr interessant fand, war diese Zeile, es gibt noch viel, viel mehr, was es regelt. Zum Beispiel auch, dass man keine bekannten Leute darstellen kann. Also bei ChatGPT wird man zum Beispiel nicht Papst oder Donald Trump die Fakes erstellen können. Da gibt es nämlich Mechanismen dagegen. Aber for scenarios where bias has been traditionally an issue, make sure that key traits such as gender and race are specified and in an unbiased way. Wie das Modell dann damit umgeht, ist natürlich die Frage. Aber ich fand das ganz interessant, das darauf hinzuweisen. Wer das auch interessant fand, ist Yanni Jun, die als DALL-E 3 rauskam, mal für sich eine kleine Evaluation gemacht hat. Das hat sie auf ihrem Blog veröffentlicht. Und zwar hat sie relativ neutrale Prompts genutzt und dann mal geschaut, wie funktioniert dieser Diversitäts- und Bias-Vermeidungs-System-Prompt und wie sieht dann die Verteilung aus von den Begriffen. Und wir sehen, es ist eben nicht so, dass nur noch, genau, das hat sie für Geschlecht gemacht, für Herkunft und fürs Alter. Und hier sieht man vor allem die Altersverteilung und auch basierend auf Männern und Frauen. Und man sieht, dass es tatsächlich Unterschiede gibt. Es ist ausgewogener als bei den Bildern, die ich vorhin generiert habe. Aber wir sehen, dass zum Beispiel bei Frauen auf jeden Fall als junge Frauen überrepräsentiert sind. Und das sind eben Sachen, die dieses System Prompt nicht löst. Was kann man noch tun? Man kann einfach bessere Prompts schreiben. Ich dachte, ich lasse ChatGPT einfach mal eine diverse Gruppe erstellen. Ja, Diversity Score, ich weiß nicht, eher so 2 von 10. 2 Leute haben eine Brille, toll. Genau, und dann habe ich nochmal ein anderes Bild erstellt und das sieht so aus. Was ist der Unterschied? Das sind die beiden Prompts, die dahinter liegen und ich habe es natürlich auch nochmal gehighlightet, ich bin ja nicht fies. Bei dem ersten Bild habe ich einfach nur gesagt, ich möchte eine diverse Gruppe von Menschen. Und das hat ChatGPT dann ein bisschen ausgeschmückt. Das ist so eine Funktion, die einige der Bildgeneratoren auch machen, dass sie die Prompts auch mal verbessern oder ausschmücken. Das passiert tatsächlich auch, das werdet ihr vielleicht nachher auch noch mal merken. Und dann habe ich gesagt oder spezifiziert, es soll dabei, es sollen Leute mit verschiedenen Altershintergründen sein. Ich möchte verschiedene Ethnien und ich habe sie auch direkt aufgeführt. Und es soll auch sogar eine Person im Rollstuhl dabei sein. Das heißt, ich habe das explizit aufgeführt und das führte dann auch dazu, dass es irgendwie ein bisschen besser oder diverser aussieht, sagen wir so. Genau kann man das natürlich nicht beurteilen. Und dann habe ich noch einen Punkt, der mir persönlich ganz doll am Herzen liegt. Das sage ich vor allem gerne Leuten, die Modelle entwickeln, aber auch wenn ihr generative Bilder nutzen wollt, um damit Dinge zu bewerben oder zu untermalen. Wenn ihr irgendwie merkt, dass marginalisierte Personen da falsch dargestellt werden oder dass das Modell oder die Bilder, die ihr generiert, Schaden anrichten könnt, dann macht es einfach nicht. Ihr habt als Menschen immer noch die Kontrolle über diese Modelle und was ihr damit macht. Und ihr müsst nicht auf Teufel komm raus Stereotype damit reproduzieren, sondern ihr habt immer die Möglichkeit, das auch nicht zu tun. Und dann gibt es
Noch ein Punkt. Man kann natürlich auch auf Recht und Governance zurückgreifen. Ich hatte vorhin in der Einführung schon mal gesagt, es gibt bald, wird er in Kraft treten, den EU AI Act, der ein bisschen reguliert, was Firmen mit KI machen dürfen oder auch nicht. Ich finde persönlich, der greift ein bisschen zu kurz und hat sehr, sehr viele blinde Flecken. Aber zumindest, was ich sehr gut finde, ist die Transparenzpflicht oder die Kennzeichnungspflicht. Das heißt, dass Bilder und Produkte, die mit KI generiert worden sind, auch als solche gekennzeichnet werden müssen. Und das würde ich auch aus privater und persönlicher Sicht euch bitten, wenn ihr tatsächlich KI nutzt, macht das transparent, sagt das und stellt das irgendwie dar. So, ich bin jetzt sehr schnell durchgelaufen durch meine Slides, aber wir können direkt mit den Fragen weitermachen. Oder nee, ich muss das anders umdrehen. Aber ein erstaunlich großer Anteil des Internets besteht aus Pornografie. Und das ist in einem noch viel, viel größeren Ausmaß, betrifft das eben Frauen, junge Frauen mit wenig oder gar keiner Kleidung. Und dementsprechend, das zieht sich tatsächlich durch und das sind überrepräsentierte Darstellungen von Frauen. Das ist natürlich nicht die Verteilung in der Realität. Personen sind deutlich diverser als das. Aber was dann am Ende eben rauskommt, ist diese Verteilung, diese statistische, diese höhere Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass es im Trainingsdatensatz mehr vorkommt, dass es dann am Ende auch wieder rauskommt. Das ist natürlich auch nicht genau vorgegeben. Ich würde zu einem Hinweis, also ich meine, das ist ja gerade schon, dass Quellen angegeben werden müssen für eigentlich alle Bilder und da kann man natürlich auch angeben, Quelle Midjourney oder Quelle Stable Diffusion, wie auch immer. Das ist die eine Sache. Und dann haben sich auch einige Initiativen und Gruppen oder Organisationen, die Modelle anbieten, zusammengeschlossen und überlegen sich, wie kann man denn auch so Wasserzeichen machen für Bilder. Das heißt, also jedes Bild ist ja, lässt sich ja auch in Nullen und Einsen irgendwie darstellen, in Programmcode. Und da gibt es eben Ansätze, dass man da quasi eine Art Wasserzeichen- oder Zahlenabfolge versteckt, die dann eben sagt, okay, das Bild ist eindeutig KI generiert. Was, glaube ich, auch eine ganz gute Sache wird, wenn es dann darum geht, zu überprüfen, ist das gerade authentisch oder ist das ein Fake.